Brisante Frage, lebendig begraben. Wie gehen wir mit unseren Alten um? An den Beginn dieser Sendung gestellt und ich glaube doch, dass wir im Verlauf dieser Diskussion sehr viele verschiedene Antworten auf diese Frage bekommen werden. Es geht also in diesem HelpTV-Spezial um die Altenpflege in Österreich. Ein Thema, das wir, seien wir es uns doch ganz ehrlich, ganz gerne weit von uns wegschieben und das doch so immens wichtig ist. Karl Kodim seinen Vater nach einem Kurzurlaub besuchte, war dieser nicht nur medikamentös ruhig gestellt, an den Beinen wundgelegen und kaum noch ansprechbar, sondern hatte auch massiv an Gewicht verloren. Er hat jetzt immer gesagt, Hunger, Hunger, Hunger. Und Vater, du hast um 12 Uhr gegessen, jetzt ist 1:30, kannst du keinen Hunger haben. Ein paar Mal hat er uns das gesagt. Er hat gesagt, so, und jetzt setze ich mich ins Auto und bin gefahren zum nächsten Gasthaus, hab dort geholt ein Schnitzel mit Salat, bin zurückgefahren, war unter 10 Minuten wieder zurück. Ich habe das Schnitzel geschnitten und gegessen und er hat eine Dreiviertelportion eines Schnitzels zusammengegessen mit 91 Jahren. Ja, abgehälter. Mangelnde Kontrolle ist eine Ursache von Missständen. Robert Emil Steinemmer hat jahrelang als Krankenpfleger gearbeitet und ist heute einer der wenigen unabhängigen Gutachter für Pflegeheime. Auch ihm ist bei unangemeldeten Kontrollen schon Unvorstellbares untergekommen. Die Zustände in manchen privaten Pflegeheimen sind schlicht und einfach katastrophal. Katastrophal deswegen, weil es zur Bildung von Druckgeschwüren, sogenannten Dekubitus, kommt. Es kommt auch zu Medikamentenüberdosierungen. Und es sind auch Fälle bekannt, wo bereits Patienten auch im Zimmer eingesperrt gewesen sind. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass da wirklich Gefahr im Verzug ist. Das ist die räumliche Situation in einem privaten Pflegeheim. Der Patient konnte nicht heraus, nichts zum Trinken, keine Schwesternglocke, kein Licht zur Verfügung. Weiter geht's mit dem Badezimmer, Klobrille verschmutzt, Badewanne ungeeignet, ebenfalls stark verschmutzt. Medikamentengebarung wahllos in einem Nylonsack. Weitere Medikamente befinden sich im ebenfalls stark verschmutzten Badezimmerschrank. Und das besondere Gusto-Stück aller Medikamentenbehälter beim Bett des Patienten stark verschmutzt. Andere Patienten haben von da auch schon Tabletten herausgenommen und in den Mund genommen, weil sie verwirrt waren. Weiß ich, dass Sie das sehr aufgeschlossen sind. In dem Heim, wo die Mutter war, erfahren, dass die Zusammenarbeit eigentlich auch mit den Angehörigen, die guten Willens sind, sehr gut funktionieren kann. Und es geht ja hier um alte Menschen, um alte Frauen und Männer, die in Heimen sind und die haben meistens auch Töchter und Söhne. Und die kann man ruhig auch einbinden und die sollte man auch einbinden. Und ich glaube, dass viele das auch wollen, wenn sie auch einmal ihre wenn sie diese Hemmschwelle überschreiten, die viele Menschen haben. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah, na, und ich mag da gar nicht reingehen in das Pflegeheim und das alten Leid und es erinnert mich nur daran, wie ich dann einmal enden werde und so. Also das muss man mal abbauen und ich glaube, dass da vielleicht mehr Wille da wäre, weil es entlastet die Schwestern und es ist vor allem für die alten Menschen so wichtig, weil die dann ihre familiären Bezugspersonen dort haben. Weil für die Seele, für die Seelische kann man nicht auch nur das Pflegepersonal verantwortlich machen. Die sind eh schon überfordert mit allem anderen. Ich mache auch, Sie pflegen Ihre Eltern. Ja, ich habe meine Eltern, wobei der Vati Alzheimer hat und die Mutti natürlich jetzt auch schon im 81. auch schon sehr viel vergisst und sie bereits zum Windeln ist. Und ich kann mich nur anschließen, dass Sigrid, die eigentlich das schon gesagt hat, was ich auch sagen wollte, dass einmal alle, die unsere Politiker sind und sein möchten auch, dass die was tun, dass die einmal aufwachen. Die müssen ja, wir haben keine psychologische, wir haben gar nichts. Ich schreie täglich mit meinen Eltern herum, als wären es Rotznasen, weil ich nicht mehr kann. Ich kann nicht. Es ist unmöglich, man kriegt nirgendwo eine Hilfe. Ich bin im südlichen Burgenland, da gibt es ja gleich gar nichts. Da ist ja kein Mensch da, der sagt, na, jetzt gibt es eine Betreuung, das geht aber auf Krankenschein. Nein, dann muss da alles selber zahlen. Können Sie es vielleicht noch ein bisschen konkreter machen? Was sind denn so die Punkte oder die Dinge, wo Sie einfach an Ihre Grenzen kommen, wo Sie, wie Sie jetzt gesagt haben, wo Sie einfach nicht mehr können, wo Sie mit Ihren geliebten Eltern beginnen zu schreien? Es ist so, dass sie die Mutter vielleicht jetzt die Windel runternimmt, alles voll ist und der Vater ist irgendwo anders oder macht gerade das Ofentier auf und macht es nicht mehr zu. Ich bin praktisch, ich muss auf alle Seiten sein. Jetzt ist er mir vor zwei Tagen mit dem Radl abgepascht und ich hinten nach. In der Zwischenzeit weiß ich nicht, was mit der Mutti ist. Und wie gesagt, man kann sich es nicht leisten. Was Herrn Kodims Vater passiert ist, widerfährt auch vielen anderen.
Bei der Senioren-Hotline des Pensionistenverbandes sind Dutzende ähnlicher Vorfälle dokumentiert. Da gibt es halbseitig Gelähmte, die werden nicht gefüttert, es wird observiert. Und in der Pflegedokumentation kommt die Feststellung, Patient appetitlos. Der Patient verliert innerhalb von Wochen bis zu 10 Kilo Körpergewicht und ist in Lebensgefahr. Dazu kommt noch, dass man die Angehörigen oft hindert zu füttern, weil just zu der Zeit keine Berufszeit in manchen Heimen ist. Dazu kommen andere Mängel. Da ist Hygiene unbefriedigend. Da werden Zehennägel monatelang nicht geschnitten. Da kann jemand aufs WC gehen. Aber es ist bequemer fürs Heim, Windeln zu geben, auch wenn das menschenunwürdig ist. Und das Schlimmste an alledem, die Leute sind hilflos. Ja, ich möchte den Herrn Koppe gerne ansprechen und zu Wort kommen lassen, der die Senioren-Hotline betreut und sozusagen da, wo es direkt zusammenkommt, alles, was es an Beschwerden und Problemen gibt. Und möchte Sie fragen, ist das jetzt ein Problem, das individuell durch das Engagement der Leute zu lösen ist? Oder welche Aufgabe kommt denn da auch der Politik zu, dem Gesetzgeber? Nun, wenn es eine Beschwerde gibt, dann gibt es praktisch keine Möglichkeit, unmittelbar zu helfen. Die Verwandten, die jetzt mit der Beschwerde kommen, sagen, um Gottes Willen, aber tun Sie nichts, sonst hat meine Mutter die Hölle auf der Erde. Das heißt, die einzige Chance, hier zu helfen, ist, in das System etwas Neues einzufügen. Wir haben in Österreich über 1000 Seniorenheime. Die meisten sind soziale Einrichtungen. Ein Teil sind Gewerbebetriebe, die dem Profitinteresse dienen. Und von dort kommen die Probleme und dort muss zugunsten der Schwächeren, zugunsten der Heimbewohner eingegriffen werden. Mhm. Das ist möglich. Heimgesetze sind Landessache. Da steht dann in dem Gesetz wunderschön drin, wie ein Heim beschaffen sein soll. Aber wenn dann jemand nicht so behandelt wird, wie es das Gesetz vorsieht, ist er hilflos. Denn keine Behörde kann ihm helfen. Die einzige Chance ist, wenn er selbst oder seine Angehörigen oder seine Interessensvertretung, die Chance bekommen, zu Gericht zu gehen und zu klagen, Dinge, Urteile herbeizuführen. Und wir haben heute Verträge, da steht drin, der Heimträger stellt ein Bett zur Verfügung, der Heimbewohner muss zahlen und sonst fast nichts. Das heißt ein bundeseinheitliches Gesetz. Wir brauchen ein bundeseinheitliches Gesetz, das die Rechte der Patienten regelt, und das gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, diese Rechte durchzusetzen. Und da kommt das nächste Problem. Ganz kurz bitte, wir haben viele Wortmeldungen. Dass wenn einer hilflos im Bett liegt, kann er nicht zu Gericht gehen. Wir brauchen daher auch die Vollmacht für andere, dass sie für ihn aktiv werden können. Und das, die gute Nachricht ist, ein solcher Gesetzentwurf liegt beschlussfertig im Justizministerium. Und vielleicht ist diese Sendung ein Anlass dazu, dass dieses Gesetz auch ins Parlament kommt und nicht erst nach Monaten, sondern bald beschlossen wird. Die Leute in ihren Betten warten darauf. Sie haben eine gesagt. Ich möchte das untermauern mit ein paar Zahlen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und zwar hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, 2001 erhoben, wie viele Stellenpläne es gibt für Ärzte und Krankenpflegepersonal in der EU. Und wir haben hier die Situation, dass die Ärzteschaft relativ ausgeglichen ist, ja, also von 3,5 Ärzten pro 1000 Einwohner des Landes bis 2,9. Bei der Pflege tut sich die Schere hier sehr weit auf und wir in Österreich haben 5,3 Stellen, freie Stellen, Pflegepersonen, die für 1000 Personen zuständig sind in der Bevölkerung. Deutschland zum Beispiel hat hier einen Schlüssel von 9,6 und Belgien sogar 10,8. Also wir befinden uns hier wirklich in der untersten Etage und ich möchte ersuchen, hier wirksam zu werden. Gut, Herr Haupt, Sie haben da jetzt bei einigen Anmerkungen des Herrn Koppe genickt. Warum gibt es dann diese Gesetze noch nicht? Ich bin selbst ein gebranntes Kind, weil ich die letzten 2,5 Jahre mit großer Akribie und großem Nachdruck versucht habe, hier Licht ins Dunkle im wahrsten Sinn des Wortes zu bringen. Wir haben auf der einen Seite sehr unterschiedliche von den Landesgesetzgebungen, teilweise von Verordnungen betroffene Berufsausbildungen, die nicht harmonisiert sind,
die den Menschen in den Pflege- und Betreuungsberufen keine beruflichen Optionen geben, keine berufsrechtlichen Absicherungen geben, daher unattraktiv sind, daher nicht angenommen werden oder schnell gewechselt werden. Wir haben die Pflegesituation in den Heimen, und hier möchte ich widersprechen, es gibt leider nicht nur in den privaten Heimen Unzulänglichkeiten, sondern wir haben sie leider auch in Heimen der Gebietskörperschaften. Wir haben oft alte Heime, die lange nicht renoviert worden sind, nicht am letzten Stand gebracht worden sind, die ursprünglich als Wohnheime geplant waren und aufgrund der Änderungen in der Situation bei 80-90% Wohninsassen heute 80-90% Pflegepersonen beinhalten und das Personal nicht in entsprechender Form aufgestockt worden ist, aus Kostengründen. Der Druck auf das Pflegepersonal, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist enorm, und wir haben auch in der Familiensituation eine Verarmung. Es ist nicht jeder so um seinen Angehörigen interessiert wie die anwesenden Damen und Herren, sondern sehr viele werden abgeschoben, kommen in die Endstation, und daher ist auch dort die amtliche Aufsicht gefordert, hier stellvertretend für das Versagen des Familiensystems tätig zu werden. Sie haben das jetzt alles sehr schön beschrieben, aber die Forderung des Herrn Koppe war schon in Richtung der Politik formuliert. Warum ist dann der Gesetzgeber nicht säumig, dass das alles passiert, was Sie jetzt formuliert haben? Wir haben als erstes einmal die Heimverträge auf die Schiene gesetzt. Wir haben zum zweiten mit dem Kollegen Böhmdorfer das gesetzliche Werk so weit geschaffen, dass wir es umsetzen können. Aber wir sind hier in einer Kompetenzlage zwischen Land und Bund, wo hier die verfassungsmäßige Mehrheit auch zu suchen ist, um das schlussendlich im Parlament zu verabschieden. Mhm. Wir haben 5 Länder, die Heimgesetze haben. Die restlichen 4 Länder haben keine Heimgesetze. Wir haben hier sehr unterschiedliche Standards zwischen den Bundesländern. Und Sie können mir das glauben, ich habe wirklich 2,5 Jahre gebraucht, um jetzt wenigstens für die Pflegeberufe die Basis in der Ausbildung zu bekommen, um diesen Missstand in der Zukunft besser abgesichert zu bekommen, ihre Angehörigen pflegen, hier eine Leistung verbringen, die volkswirtschaftlich gar nicht nachzurechnen ist. Und ich bin um jede Unterstützung dankbar, dass es mir ermöglicht, am Verhandlungstisch mit mehr Rückgrat und mit mehr Unterstützung hinten das umzusetzen, was mir gleich wie Ihnen und den Menschen wichtig erscheint. Aber Herr Minister, ich habe schon eine Frage, brennt mir jetzt auf der Zunge. Alles, ja, was heute an Forderungen schon gefallen ist, finden Sie toll und wichtig. Jetzt stellen sich natürlich die Leute schon die Frage, ja, warum passiert es dann nicht? Ich darf Ihnen ein einfaches Beispiel nehmen, weil es ja auch in diesen Bereich passt. Die Unterstützung für die hörbehinderten Menschen mit der Gebärdensprache. Von allen Ministerien war ein einziges bereit, das teilweise umzusetzen. Du warst das Justizministerium im Verwaltungsbereich, mein Haus, das zu unterstützen im vollen Bereich, und alle anderen Ministerien haben einschließlich der Länder dankend abgewunken und bis hier herauf, wo wir uns heute... Na, Herr König, Herr hat sich zuerst gemeldet, bitte. Ja, Folgendes. Und zwar habe ich mich jetzt wirklich 6 Monate vorbereitet und habe mich wirklich nicht nur in den Kärnten eingelesen, möchte mich aber nicht drücken davon. So, Frau Sagmeister, im Grunde genommen etwas gemeinsam. Auch meine Mutter ist ausgetrocknet. Meine Mutter ist gestorben. Er hat eine Woche furchtbar gelitten. Ob sie das alles mitbekommen hat, weiß ich nicht. Sie hat Sepsis bekommen, Blutvergiftung. Sie hat eine große Wunde, circa 2 Daumen groß am Gaumen gehabt. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, die Ursache könnte das gewesen sein. Die Ursache kann aber auch eine Austrocknung sein, weil eben speziell bei älteren Menschen, so ist mir das erklärt worden, wenn sie ausgehungert, also gehungert hat sie auch, weil sie immer wieder Fleisch bekommen hat, was sie nicht essen kann, irrtümlicherweise. Das, bitte? Ja, in einem Heim, ja, so, in einem Heim. Mutter war ja zu Hause, ausgehungert ist, Heim. Ausgehungert ist, und dadurch wird der Darm porös, und durch das kann die Blutvergiftung auch kommen sein. Aber ich komme zu einem viel wichtigeren Teil, nur noch ganz kurz in Stichworten. In dem Heim ist voriges Jahr im Teich jemand ertrunken, da haben sie schöne Teiche angelegt, als Prestige. Die Leute haben nichts mehr davon, wunderschöne Teiche, ich habe ein Foto geschickt. Ist ertrunken, der ist heute noch nicht abgesichert, da laufen verwirrte Menschen herum. In den Heim, das habe ich schriftlich, ich möchte übrigens sagen, alles, was ich in dieser Mappe habe, meine lieben Herren Politiker, Sie können zu mir kommen, das entspricht Tatsachen. Tatsachen, und ich komme sofort zu Ihnen, und das ist der wichtigste Teil.
ist ertrunken. Dann sind zwei Personen, eine Person ist nach meiner Mutter gestorben, weil man in Monaten, nein nicht Monaten, aber in Wochen eine Bauchsonde sich herausgenommen hat und diese Bauchsonde nicht mehr eingesetzt hat in den Dünndarm, sondern wieder verkehrt in den Dickdarm. Dadurch, ich bin kein Arzt, ich bin aufgeklärt worden, dadurch kann diese Flüssigkeit, kann eben die Speiseröhre kommen, es gibt Lungenentzündung oder man erstickt. Ja. Und jetzt möchte ich aber zum wesentlichsten Teil kommen, weil wir die 20 Minuten Arbeit brauchen, aber meine Herren Politiker, ich möchte jetzt schon mal etwas sagen, was noch nicht angesprochen ist. Alles, was Sie heute hier gesagt haben, habe ich voriges Jahr von Dr. Jarolin, Kostelka, die haben auch schon ein Heimgesetz gehabt, wo man gesagt hat, die Gegenpartei hat das Ganze verhindert. Also mir hat das Ganze eigentlich gesagt, die Partei ist schuld. Heute passiert wieder das Ganze, ein Herr Minister Haupt sitzt hier und sagt, ich habe das, ihr habt nichts. Und jetzt kommt meine Frage an die Politik. Diese Menschen, was in diese Heime drinnen leiden, das waren die, die was zum Wohlstand Österreichs beitragen, die das Land aufgebaut haben, die heute, und bitte sind Sie ehrlich, ich möchte gerne versöhnende Worte mit Ihnen dann sprechen für die Zukunft, aber bitte sind Sie einmal jetzt ehrlich und geben Sie mir dann Antwort. Finden Sie es richtig, dass man in 60 Jahren Nachkriegszeit kein Gesetz gefunden hat, wo man jeden Menschen für Kleinigkeiten einen Strafzettel aufdividiert, wo er spioniert wird von A bis Z und diese Menschen liegen in die Heime und Sie sitzen hier und reden, wir werden machen. Ihr habt nichts gemacht. Sie nicht, die Vorregierung nicht, Rot nicht, Schwarz nicht. Gut, Herr König, ich darf Sie, es sind nur noch einige Worte. Ja, wenn ja, ich aber nur, ich bin schon fertig. Bitte, ein Satz bitte. Ich bin schon fertig. Nur ein Satz. Es wird die Schuld geschoben. Und jetzt komme ich zu etwas. Steiermark, Kärnten, da sind Leute draußen, die was Kontrolleure sind, die behindert in der Arbeit werden, denen gedroht wird. Nachweislich, hier, jeder kann zu mir kommen, kommen Sie. Nachweislich, gedroht wird. Statt dass man diese Menschen, was heute schon gefallen ist, unterstützt und hilft und motiviert. Wie sollen draußen Heime und Menschen motiviert werden, wenn man die oberste Schicht bei Ihnen total versagt? Herr König, ich darf Sie bitten, da zum Ende zu kommen. Dankeschön. Ich möchte aber da noch zwei Wortmeldungen sammeln. Herr Steinemer, bitte kurz und Herr Wallisch. Dann sind wir schon am Schluss. Ja? Na, der Herr Steinemer hinten, ja? Ich wollte kurz Stellung nehmen, warum Pflegenotstand auch zustande kommt. Ich habe als Pflegeperson in einem Pflegeheim 9 Patienten zu heben gehabt mit je 80 Kilo. Die musste ich am Tag mindestens 5-mal allein heben. Das heißt, ich habe in einer Woche 18.000 Kilo gehoben. Das ganze Krankenpflegepersonal, ob jetzt im Spital oder im Pflegeheim oder in mobilen Einrichtungen, genießt nach wie vor noch nicht den Schutz. Und zwar, es gibt einen Berufskrankheitenkatalog. Nur das Pflegepersonal ist bei Wirbelsäulenerkrankungen damit nicht berücksichtigt. Die Maurer sehr wohl. Nur möchte ich auch darum bitten, dass das Pflegepersonal genauso viel wert sein soll wie die Maurer. Okay. Herr Wallisch, bitte auch kurz Ihre Anmerkungen zum Thema. Ganz kurz, ich war 15 Jahre im Pflegedienst in zwei Heimen, habe meine Mutter 14 Jahre im Heim, die lebt dort noch. Eine Erfahrung ganz konkret, es braucht eine ganzheitliche Betreuung. Körperlich und psychosozial. Meine Frage an die Politik, wann wird das endlich umgesetzt? Ich habe das im Laufe der Zeit, wie der Herr König schon gesagt hat, immer wieder gehört. Wann wird es umgesetzt? Es gibt einen Streit der Kompetenzen, da sind die Bundesregierung, da sind die Länder. Es wird in Kürze mehr ein Tierschutzgesetz verabschiedet werden, wo man die Tiere einheitlich betreut in Österreich, zu Recht. Wo bleiben die Menschen?